Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 12: Familienausflug und andere Projekte. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuell unterwegs. Ja, heute möchte ich euch wieder ein bisschen was erzählen, und zwar waren wir heute auf einem kleinen Familienausflug wieder. Ich werde ein bisschen was über das Hochwasser in den letzten Tagen berichten. Ich werde euch einen kleinen Bericht geben über ein interessantes Projekt, auf das ich gestoßen bin. Und es wird ein bisschen was geben über eine neue Regenbekleidung, die jetzt endlich da ist. Und dann wird es noch so ein bisschen einen Ausblick wieder geben, was euch hier in Zukunft noch so erwarten wird. Ja, fangen wir an mit dem Familienausflug, den wir heute am Sonntag, dem 9. Juni gemacht haben. Und zwar in den Pötzleinsdorfer Schlosspark. Jetzt werden sich vielleicht manche oder wahrscheinlich sogar sehr viele fragen, wo ist das? Die Antwort ist aber gar nicht so schwer. Das ist tatsächlich in Wien. Und zwar im westlichen Wien eigentlich, da in der Gegend um Neuwaldeck herum. Und da gab es eben früher dieses Schloss Pötzleinsdorf, und der Schlosspark ist eben noch erhalten. Wird heute von der Stadt Wien verwaltet und ist eines der zahlreichen Naturschutzgebiete im Wiener Stadtgebiet. Und da sind wir heute hingefahren und haben eine kleine Runde gemacht mit circa 4 Kilometer. Und gestartet sind wir bei einem Parkplatz in der Nähe vom Wirtshaus Steirerstöckl. Von dort sind wir weggegangen dann in den Schlosspark hinein und zuerst einmal zum Teich 2. Das ist ein kleiner Teich halt, wo ein paar Enten drinnen sind, wo momentan sehr, sehr viele Kalkwappen sich drinnen tümmeln und ja, demnächst dann wahrscheinlich auch wieder schöne Froschkonzerte zum Hören sein werden. Und von dem Teich sind wir dann weitergegangen durch den Schlosspark zur ehemaligen Badegrotte. Das ist ja ein kleiner in den Berg hineingebauter, ich sag mal, Felsraum, der künstlich angelegt ist. Allerdings gibt es dort eine kleine Quelle. Und das dürfte früher eben als Badegrotte genutzt worden sein. Das heißt, die hat damals sicher auch eine größere Schüttung auch gehabt, diese Quelle, als sie heute hat. Von der Badegrotte, die leider versperrt war, also man kann da nicht hinein, ging es dann wieder hinunter zum Teich 1. Auf dem Teich, der ist auch ganz interessant, der liegt wirklich schön im Wald drinnen, zwischen den Bäumen, und in dem Teich ist so eine quasi Hundehütte für Enten gebaut, also da können sich die Enten drinnen zurückziehen, das habe ich irgendwie ganz witzig gefunden. Und ich habe das euch natürlich auch auf Foto gebannt, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, sowie die anderen Fotos von diesem Familienausflug halt heute auch wieder. Ja, von dem Teich 1 ging es dann weiter zum großen Spielplatz, der im Osten des Parks liegt. Ist ein wirklich riesiges Areal mit allen möglichen Spielgeräten, mit Seilbahnen, mit Rutschen, mit Klettergestellen, Sandkisten, was weiß der Teufel, was alles. Und dort haben wir dann mal die nächsten eineinhalb Stunden mal verbracht. Weil das war natürlich das Highlight für den Clemens am heutigen Tag, ganz klar. Der hat sich dort ausgetobt, wie sonst nur was. Ja, dann am Ende, bevor wir dann vom Spielplatz wieder weggegangen sind, gab es dann noch ein bisschen was zum Essen. Dort ist auch so eine kleine Imbissbude auch dabei. Und von dort ging es dann weiter wieder in den Wald hinein und so richtig schön durch das Waldgebiet durch. Vor dem Spielplatz allerdings, das habe ich auch noch kurz vergessen, euch noch zu erzählen, gibt's noch 2 Mammutbäume in diesem Schlosspark. Und die stehen natürlich unter strengstem Naturschutz. Es sind auch schöne Plaketten nochmal drauf, die haben sogar eine Naturdenkmalnummer,
bekommen, diese beiden Bäume, und werden hoffentlich noch lange Zeit dort stehen. Bleibt stark zu hoffen. Ja, aber nach dem Spielplatz ging es auf alle Fälle wieder hinauf in den Wald, und zwar auf die Ladenburghöhe. Das war dann ein ziemlich guter Anstieg da hinauf, also das geht wirklich, also für das, dass man eigentlich mitten in Wien ist, ist man eigentlich dort schon auf einem richtigen Berg unterwegs. Das würde man wahrscheinlich in der Art und Weise auch nicht wirklich vermuten. Und haben uns da dann mal raufgekämpft und dann auf der Außenseite dieses Schlossparkgeländes, also ja, sozusagen außerhalb der Umzäunung, sind wir dann wieder hinuntergegangen zum Parkplatz, eben beim Wirtshaus Steirerstöckl wieder vorbei, zurück zum Auto. Unterwegs waren wir in Summe gute 4 Stunden. Davon allerdings, ja, sind wir vielleicht 2 Stunden wirklich gegangen. Also die restliche Zeit war halt, ja, Pause machen, schauen, spielen von Clemens und so weiter. Also man kann das wirklich gemütlich gehen. Und das Wetter war heute wieder super. Es war der erste Tag seit langer Zeit bei uns, wo es nicht geregnet hat, wo es warm war, wo schönes Wetter war. War echt einmal wieder Zeit nach dem ganzen Regen in den letzten Wochen. Was mich natürlich gleich mal zum nächsten Thema bringt, nämlich das Thema Hochwasser. Hochwasser war ziemlich massiv, sowohl bei uns in Österreich als auch in Deutschland. Also es ist ja eigentlich immer noch nicht ganz weg. Und wir hatten zumindest in Österreich ein Hochwasser, das eigentlich sogar das Hochwasser aus dem Jahr 2002 nochmal geschlagen hat. Also eigentlich nach 11 Jahren wieder ein 100-jähriges Hochwasser, wenn man jetzt so rein nach den Statistiken geht. Allerdings muss man dazu sagen, haben dieses Mal die Hochwasserschutzverbauungen, Schutzdämme, die mobilen Dämme, die man auch eingesetzt hat, deutlich besser geholfen als das letzte Mal. Also es sind nicht ganz so viele Ortschaften und Städte abgesoffen. Allerdings konnte man natürlich auch schön beobachten, dass es zu, ich sag mal, Problemverlagerungen gekommen ist. Weil dieses Mal dafür jetzt Ortschaften unter Wasser gestanden sind, die beim letzten Mal eigentlich noch nicht betroffen waren oder nicht so stark betroffen waren. Also man sieht einfach ganz deutlich, nur die reinen Schutzwälle aufzubauen hilft eigentlich nicht. Wir sollten irgendwie mal wieder lernen oder endlich mal kapieren, unseren Flüssen die Überflutungsgebiete wieder zurückzugeben, die wir ihnen in den letzten Jahrzehnten schlicht und einfach geraubt haben. Dann würden sich wahrscheinlich auch manche Hochwasserauswirkungen deutlich abmildern. Gut, ist aber so, momentan halt, es standen wieder einige Ortschaften unter Wasser, manche sogar ziemlich tief. Also ich weiß das auch von Arbeitskollegen hier, die bei der Freiwilligen Feuerwehr auch in dem Raum unterwegs sind, die also dann wirklich einige Tage wirklich im Hochwassereinsatz waren, die mit Booten, mit Zielen herumgefahren sind, die versucht haben zu retten, was noch zu retten war, in irgendeiner Art und Weise. Und da waren wirklich verdammt viele Menschen auch freiwillig im Einsatz, kostenlos, ja, unentgeltlich, ehrenamtlich. Also ich glaube, man muss das wirklich auch wieder mal sagen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die freiwilligen Helfer, die da mitgeholfen haben. Auch wenn ich selbst jetzt vom Hochwasser nicht betroffen war, ich habe das natürlich mitgekriegt, dadurch, dass ich ja auch in dem Raum, in den Überflutungsgebieten oder in dem Raum, wo halt die Überflutungen auch waren, einfach arbeite. Man kriegt das natürlich mit und es war echt wieder Wahnsinn. Und ja, ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal den ganzen freiwilligen Helfern, auch Team Österreich zum Beispiel, das auch wieder zum Einsatz gekommen ist, und auch allen, die vielleicht auch beruflich da irgendwo eingesetzt waren, sei es Bundesheer oder was auch immer, ein riesengroßes Dankeschön sagen. Und es ist
wahrscheinlich nicht zuletzt auch diesen Menschen zu verdanken, dass nicht mehr Personen zu Schaden gekommen sind. Jetzt hoffen wir halt, dass das Hochwasser sich schon langsam zurückzieht, dass dann auch mal die Sanierungsarbeiten und Aufräumarbeiten zunächst einmal losgehen können und dass wir das dann irgendwie dann doch wieder halbwegs in den Griff kriegen. Wie geht's weiter? Wir haben als nächstes Thema habe ich auf meiner Liste die neue Regenschutzbekleidung. Die ist jetzt endlich da, jetzt wo es nicht mehr regnet. Ganz klasse. Das heißt, ich habe sie natürlich bis jetzt noch nicht ausprobieren können. Das Ganze setzt sich schlussendlich jetzt zusammen aus einer Regenjacke von der Marke Marmot und einer Regenhose von der Firma Vought. Diese beiden sollten beide eine Wassersäule von 15.000 mm haben. Das heißt, die sollten wirklich wasserdicht sein. Und ich werde das voraussichtlich nächste Woche dann schon mal testen können, weil es soll ja wieder zum Regnen anfangen. Also wird sich wahrscheinlich schon demnächst mal die Gelegenheit dazu ergeben, das auch wirklich auszutesten. Und es wird da dann auf alle Fälle einen Beitrag geben im Ausrüstungscheck zu diesen beiden Stücken. Und das werde ich auf alle Fälle testen und ausführlich testen und intensiv testen. Und da gibt es dann auf alle Fälle im Ausrüstungscheck was. Und ich werde das Ganze auch dann hier natürlich im Podcast nochmal mitverarbeiten, beziehungsweise dann auch nochmal den Hinweis auf den Ausrüstungscheck-Artikel dann geben und den dann auch verlinken, wenn der dann online ist. Ich hoffe auf alle Fälle, dass diese beiden Sachen halten, was sie versprechen. Hoffe ich sehr, sehr stark. Und ja, man wird sehen, was dann wirklich rauskommt. Dann habe ich das nächste Thema für euch. Und zwar geht es da um ein Projekt, das ich gefunden habe im Internet, beziehungsweise ein Projekt, das mich gefunden hat, wenn man es genau nimmt. Und das möchte ich euch kurz vorstellen, weil mir hat das echt zugesagt, mir hat das echt gefallen, was die zwei da machen. Und zwar, um wen geht's? Es geht um die Adventure-Burm. Wer die beiden nicht kennt, kurz zur Erklärung, sind zwei Bayern, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, die sich im August von München aus auf den Weg machen mit dem Flugzeug auf die Lofoten. Und dann auf den Lofoten zu Fuß unterwegs sein werden. Und zwar über 18 Tage. Einmal quer über die Lofoten, ca. 350 Kilometer nur zu Fuß. Geschlafen wird ausschließlich draußen, das heißt entweder im Zelt oder in irgendwelchen selbstgebauten Lagern. Und das hat natürlich meine Aufmerksamkeit erregt, dieses Projekt. Die beiden haben mich angeschrieben, beziehungsweise genauer gesagt haben sie mich in ihren Google Plus Kreisen mit aufgenommen, beziehungsweise unsere Google Plus Seite von Reisen, Wandern, Tauchen. Und ich habe mir dann ihre Seite angeschaut und habe mir dann auch dieses Lofoten-Projekt gegeben und habe mir das angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin wirklich schwer begeistert von dem, was die zwei davor haben. Und man findet die beiden unter adventure-burm, also burm mit burm.de. Da kann man sich das alles anschauen. Ich stelle euch den Link natürlich dann auch noch in die Shownotes. Und man kann die beiden auch mit einem Crowdfunding-Projekt unterstützen. Wozu das Ganze? Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn die zu Fuß unterwegs sind, was brauchen die? Ganz einfach. Die beiden wollen über dieses Projekt, über diesen Trip, eine DVD machen, einen Film. Im Prinzip einen Dokumentarfilm, wie sie dort unterwegs sind. Dazu brauchen sie aber natürlich vernünftige Videoausrüstung, die sie im Moment noch nicht haben. Und genau diese Videoausrüstung wollen sie dann eben mit diesem Crowdfunding-Projekt finanzieren. Das heißt, schaut sich das einfach an. Man kann da auch ganz kleine Beträge spenden. Das ist überhaupt nicht das Thema. Die freuen sich wirklich über jeden Euro, die zwei. Die können das ganz gut brauchen. Und ja, ich bin auf alle Fälle schon mal gespannt auf den Film. Auf den freue ich mich schon. Und ich freue mich auch drauf, von Ihnen ein bisschen was auf Ihrer Homepage noch zu lesen. Und ich hoffe, dass es da auch immer wieder mal so ein paar Zwischenberichte vielleicht geben wird. Mal schauen, ich habe noch keine Ahnung, wie die beiden das machen werden.
Aber ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Projekt und freue mich schon, wenn es dann den Film gibt. Wird sicherlich eine spannende und interessante Sache. Wen das interessiert, schaut sich die Seite einfach mal an. Und wenn ihr Lust habt und ihr habt ein paar Euros übrig, vielleicht könnt ihr sie ja auch ein bisschen unterstützen. Ganz wie ihr wollt. Es soll natürlich jetzt hier jetzt nicht irgendwie Werbung sein oder ja irgendwie jetzt eine Bettlerei werden. Ich überlasse das natürlich euch. Ich kriege jetzt da auch nichts dafür. Also von dem her ist das wirklich nur eine persönliche Empfehlung von mir. Schaut sich einfach mal die Seite an. Ich finde es interessant und wollte euch das jetzt einfach da mal nicht vorenthalten. Damit bin ich eigentlich auch schon wieder für heute fast am Ende, aber noch nicht ganz, weil ein Thema habe ich noch vor euch. Und zwar einen kleinen Ausblick. Worum geht's? Es geht um ein Vorhaben, um eine kleine Reise, die ich wahrscheinlich im August oder September machen werde. Und zwar ist das wieder einmal das zweite Mal nach 2008. Also 2008 war das erste Mal, jetzt ist dann das zweite Mal heuer. Geht's für eine Woche nach Bosnien. Also genauer gesagt Bosnien-Herzegowina. Und wir werden uns dieses Mal ja vor allen Dingen die Regionen anschauen, die wir das letzte Mal noch nicht gesehen haben, also so das Norden, den Norden und den Osten von Bosnien. Auf das freue ich mich schon riesig. Ich werde da unterwegs sein, wieder mit meinem Schulkollegen und besten Freund, dem Mirza, der selbst Bosnier ist, von da unten kommt, sich dort natürlich entsprechend auskennt. Und wir beide werden da unten wieder kräftig unterwegs sein. Wir werden auf alle Fälle ja wieder mit meinem Auto fahren und werden uns dann also wieder ein bisschen was von Bosnien anschauen. Da wird es auf alle Fälle wieder natürlich Berichte drüber geben. Das heißt, da gibt es auf alle Fälle ein Reisetagebuch dann drüber. Und es wird sicherlich auch den einen oder anderen Podcast-Beitrag drüber geben. Und ich schaue mal, vielleicht kann ich ihn dazu überreden, den mir so, dass er mit mir da auch mal im Vorfeld noch eine Folge vielleicht macht, hier im Podcast, um einfach auch mal sein Land auch ein bisschen vorzustellen, die Geschichte, die Menschen, die Kultur und einfach auch die Landschaft euch ein bisschen näher zu bringen, damit ihr einfach auch mal wisst, was euch da erwarten wird. Ja, damit bin ich für heute eigentlich wieder am Ende. Bin soweit mal fertig. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine schöne Woche. Wünsche euch viele schöne Touren, jetzt wo das Wetter wieder ein bisschen besser ist zumindest. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at